seit jeher ein großer Fan des österreichischen Weins. Von dieser Komplexität, von der Vielfältigkeit, dieser tollen aufstrebenden Betriebe. Und so kam es zu der Idee der Gusto. Ich wollte dem Münchner Publikum 20 der interessantesten Weingüter Österreichs vorstellen. Aus der Steiermark, aus dem Burgenland, aus Niederösterreich und sogar aus Wien. Über Gusto kommt jetzt die Elite der österreichischen Winzer nach München und zwar ins Herz von München, direkt an den Stachus. Und das ist natürlich eine tolle Sache, dass wir hier alle Weine probieren können und dazu noch ein paar österreichische Schmankerl dazu. Hier in dieser Location gibt es eine Auswahl, die so ein bisschen dem entspricht, was sonst hier vor Ort steht. Das ist modern, das ist dynamisch, mit Zugkraft, frisch, lebendig. Das ist schon perfekt gemacht. Das ist eine richtige Premiere in München, dass wir mal richtig hochwertige Auswahl an österreichischen Winzer, die sich auf die Reise gemacht haben. Und was für eine Palette, wirklich mal ganz tolle Winzer, Star ihre Weingebiet, um eben deren besten Weine auch zu präsentieren. Die Steiermark hat in den letzten Jahren einen enormen Auftrieb genommen. Vor allem die Weißweine erfreuen sich in der ganzen Welt größter Beliebtheit. Sauvignon Blanc und Morillon, der steirische Ausdruck für Chardonnay, das sind die Weine, die heute eigentlich überall auf der Welt gesucht werden. Freude bereitet uns, wenn wir mit verschiedenen Böden, mit verschiedenen Jahresbedingungen arbeiten können, wenn wir die Charakteristik der Region in den Weinen zeigen können. Das Burgenland ist ein sehr vielfältiges Weinanbaugebiet in Österreich. Es ist bekannt und berühmt vor allem als Rotweinanbaugebiet. Der blaue Zweigelt und der Blaufränkisch, das sind die wichtigsten roten Rebsorten, die es in Österreich gibt. Und die sind naturgemäß natürlich im Burgenland stark repräsentiert. Das Burgenland ist ein sehr weites, offenes Land. Genauso sind auch die Leute, die da leben. Und das spiegelt sich natürlich auch im Wein und in den Weinqualitäten wider. Also die Weine sind sehr warmherzig, sehr offen und ja, einfach wunderbar zu trinken. Niederösterreich ist Weißweinland. Vor allem die Heimat des grünen Veltliners, der wichtigsten Rebsorte und des wichtigsten Weins, der in Österreich erzeugt wird. Es gibt ihn in allen Stilistiken, vom einfachen Sommerwein, Terrassenwein bis hin zum schweren Smaragd aus der Wachau. Wachau, Kremstal, Kamptal, Traisental, Wien und das Weinviertel, das sind die wichtigsten Weinanbaugebiete in Niederösterreich, wo grüner Veltliner eben und auch Riesling angebaut wird. Ich liebe an unserer Region ganz einfach, dass es super ursprünglich, verwunschen und fast ein bisschen märchenhaft wirkt. Die grünen Veltliner dort sind ganz besonders tief, würzig und fast ein bisschen erdig. Die erste Garnitur von österreichischen Winzern aus diesen Gebieten sind hier. Sie bringen ihre neuen Weine mit. Man kann sich also vor Ort praktisch und im direkten Gespräch mit den Winzern schlau machen, rauskriegen, ob der Wein einem zusagt oder nicht.